Und dann haben wir willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Heute soll ich euch mal mit einem neuen Programm, nein, du warst doch mit einem neuen Schnittprogramm, wie wir ganz einfach normale Lieder oder auch Playlisten von Spotify auf unsere Android-Geräte ziehen können. Dafür müssen wir aber beim Android-Gerät erstmal einen Market runterladen. Die meisten von euch müssten den schon haben, den AC Market. Dann bräuchten wir hier mit dem Market hier. Den AC Market und geben dann im AC Market ein Dies Loader für Android. Und das laden wir uns dann runter. Nachdem wir es dann runtergeladen haben, das dauert ein bisschen, klicken wir auf die APK, also zum Installieren. Nach dem Installieren klicken wir erstmal darauf auf die App, die dann auch ein bisschen dauert, bis sie verbunden ist. Und dann können wir sie also öffnen, müssen uns mit unserem dieser Account anmelden und alles ist fertig. Nachdem wir das dann alles fertig haben und in der App sind, öffnen wir unseren Browser, unser www.playlist-converter.net und können dann jetzt hier aus random Text konvertieren. Können wir jetzt zum Beispiel mal sagen, ja gut, mal schauen wir mal hier, was uns für ein Lied gefällt. Nehmen wir mal Antonio Fresco, das ist nicht schlecht. Lose Myself, Letters minus Tag, Antonio Fresco. So, das konvertieren wir und machen das Ganze in dieser. Denn wir haben ja den Dies Loader auf dem Android-Gerät. Geht auch auf dem Tablet übrigens, normalerweise. Und dann haben wir die Playlist. Das heißt, wir gehen hier, zack, auf Downloads, zack, und geben hier wirklich ein http://www.dieser. com/playlist /4742483764 ein und klicken auf Download. Das Ganze wurde hinzugefügt unter Downloads und da haben wir das Ganze nämlich. Das dauert ein bisschen, das ist gleich fertig, das geht in ganz schnellen Sekunden vorbei, das dauert nicht lange. Wenn man fertig ist, können wir die Liste clearen. Die ist aber noch gespeichert, keine Sorge. Und können das Ganze mal gucken, ob das auch wirklich gespeichert wurde. Was ich aber auch glaube, natürlich. Noch hinzugefügt. Und es ist drinnen. Das Originallied, das habe ich nämlich schon mal. Das Originallied. Das habe ich nämlich zweimal. Das habe ich nämlich hier doppelt jetzt. Mit dem gleichen Album, mit allem gleichen. Von dieser. Beziehungsweise von Spotify eher gesagt. Denn der Playlist-Konverter, der zieht nämlich von allem. Von jenes, von dem und von das zieht der Konverter das natürlich. Und dies ist einfach nur dazu da, den wir hier gerade auf meinem Android-Gerät sehen, natürlich recht, ist dazu da, einfach nur, um das Ganze runterzuladen. Das geht auch am PC. Am PC habe ich es versucht, bringt aber nichts mehr. Also es öffnet sich nicht mehr. Es lässt sich zwar öffnen, so wie jetzt hier auch. Aber nachdem wir hier was eingegeben haben, schließt das Ganze. Ich habe nämlich erst vorhin auf Menü gefunden, heute Mittag oder sowas. Jetzt können wir immer noch auch nach den Charts gucken, nach Germany Charts. Und dann haben wir hier auch die kompletten Charts und können direkt draufklicken, direkt downloaden. Das ist das Praktische. Und dann haben wir alle Playlists bzw. Sachen hier drinnen in der Playlist. Klicken auf Open. For security reasons, this button will not doing. Okay, ist kein Problem. Und, ja, also diese App ist halt echt nicht schlecht. Und die App natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt, haben wir nochmal gerade gesehen. Die App ist unten in der Beschreibung verlinkt, also wenn ihr noch mehr solche Tipps sehen möchtet, dann einfach in die Kommentare schreiben. Oder am besten auch, wenn es euch gefallen hat, mit einem Like zeigen, das würde mich extrem freuen, dass euch solche Videos gefallen. Hier ist nochmal eine Anleitung zu dem Playlist-Konverter. Spotify zu YouTube geht auch. Spotify zu YouTube würde ich euch nicht empfehlen, das habe ich nämlich auch schon gemacht. Spotify zu YouTube, ja, das habe ich auch schon gemacht. Und habe natürlich auch die Playlists alle privat stellen müssen. Weil da waren über 100 Lieder dabei, glaube ich, waren das, die ich mir alle ziehen musste. Und das war nicht sehr schön. Das waren über 100 Lieder, die ich mir alles auf mein Handy gezogen habe. Und die waren alle von Spotify. Und das ist natürlich sehr schlecht. Da kann man gucken, ob ich die Playlist noch gespeichert habe. Bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Die müssten noch gespeichert sein. Oder habe ich die schon gelöscht? Kann sein, dass ich die schon gelöscht habe.
Nein, genau, die ist noch drauf. Das ist noch drauf. Ja, die Playlists, die sind natürlich von Spotify. Das ist von Spotify, das und das ist von Spotify. Erkennt man auch. Ich habe die alle auf Privat gestellt, damit YouTube keinen Aufstand mehr machen kann. Und YouTube hat übrigens noch einen Aufstand gemacht. Das habe ich nämlich noch hier in meinem Kanal. Hat YouTube so einen Aufstand gemacht? Jetzt. YouTube hat nämlich so einen Aufstand gemacht wegen dem Spotify-Video, was ich mal vor kurzem gezeigt habe. Da haben die nämlich sehr viel Zeugs gesagt. Gucken kurz, wo das war. Ich glaube, das war bei Analyse-Daten oder sowas war das, glaube ich. Mal gucken. Da muss ich noch veröffentlichen, stimmt. Das war hier. Wie geil ist das denn? Spotify-Hack, keine Werbung und so weiter. Das haben die mir gesperrt. Wegen Urheberrechtsverletzung geschütztes Material gefunden. Da wurde ein Video auf YouTube entfernt. Ich find's krass, YouTube. YouTube, ich find sowas krass. Ich habe nämlich dann ein Ding gemacht. Ich nicht in zurück kann, genau hier. Ich habe nämlich so eine Einreichung gemacht. Für YouTube, beziehungsweise von mir für YouTube extra. Hat nicht funktioniert, aber die möchten alles haben. Daten, private Daten, wo du wohnst, wo dies, wo das ist. Ich habe gesagt, nee, warum soll ich sowas angeben? Und das sehen wir unterm Kanal, dass ich einen Strike habe. Einen einzigen nur. Aber der wird dann wieder aufgehoben. Also der wird am 30. bzw. am 28.10. wieder aufgehoben. Danke übrigens an YouTube, ne, die nichts können. Ich habe. Genau, wenn du mehr als drei Verwarnungen innerhalb von 3 Monaten erhältst, wird dein Konto möglicherweise deaktiviert. Das heißt 1, 1, 2, 3. Also 1, 2, 3. Und ja. Danke übrigens YouTube, dass sie das Video. Was? Partner bestätigt. Hä? Partner bestätigt. Was heißt ein Partner bestätigt, bitte? Hä? Dachte gerade schon. Ja, lustig wäre es gewesen. Wie gesagt, auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann am besten abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren oder auch per E-Mail. Müsste irgendwie auch hier funktionieren. Wie fragt mich nicht mehr? Ich habe keine Ahnung mehr. Genau hier auf Details, zack, einmal hinschreiben. Wird ihr verpixelt von dem her gesehen. Einmal mal draufklicken. Und wenn ihr Dankeschön machen möchtet, tu das gerne über Tipp Stream, einfach auf Spenden oder Donate klicken und dann hier einfach das Zeug dann per PaySafe Card oder per Giropay geht auch. Dann am besten spenden, dass wir auch dann uns was Schönes kaufen können. Ich habe ein schönes Unboxing machen kann. Was ich dann eher am 18.8. vielleicht werden oder dann nach dem 18.8. also irgendwann tun werde. Denn ich bekomme zum Geburtstag nachträglich das G29 von Logitech und den Chef hole ich mir natürlich selber dazu. Ich würde sagen, nein, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, das Video, auf jeden Fall mit meinem Like da lassen. Und wenn ihr es nicht verpassen möchtet, bei mir dann ein Abo da lassen. Und bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein, ich bin Jena, ich bin raus und ciao.